Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. In der letzten Folge sind wir hier mit, Braga sieht man nicht mehr, aber wir sind mit Braga fertig geworden und begeben uns jetzt auf den Weg in die nächste Stadt und hier ist eine kleine Höhle. Da trinken wir vielleicht vorher nochmal einen Mana-Trank. Und dann nehmen wir uns mal hier die Flammenbälle. Denn da sehen wir schon die fiesen Gesellen. Okay, das war irgendwie schlecht. Ich dachte, wir erwischen vielleicht beide, aber wohl nicht. Wieder einen kleinen Felsspalt zu erkunden. Da ist auch eine Kiste. Eine geflickte Truhe. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Ja, die kriegen wir noch nicht auf. Und drei seltsame Pilze. Oh, weiter Mana-Tränke trinken. Na toll. Oh doch. Dachte, der geht gegen den Baum. Aber hat funktioniert. In der Wüste ist es auch wichtig, eine Rüstung zu tragen mit Schutz gegen Hitze. Beziehungsweise alternativ auch das Talent zu lernen. Aber ich bevorzuge normalerweise die Rüstung. Denn ansonsten hat man super langsame Ausdauerregeneration. Und das ist dann doch eher sehr nervig. Noch mehr Schakalis. Oh, das ist gar nicht so gut. Müssen wir den doch mal im Nahkampf machen. Der tankt einfach durch meine Schläge durch. Ich hasse sowas. Ja, wir sind halt auch einfach kein Nahkämpfer, ne? Und auch mit dem Stab sind wir wirklich noch nicht besonders bewandert. Sodass ich dann doch lieber zum Schwert greife. Und da ist dann auch schon die nächste Stadt. Aber hier unten ist noch irgendwas. Verfluchter Gelehrter. Wer bist du denn? Du bist aber eigentlich auch nichts Besonderes. Du hast nur irgendwie einen besonderen Namen, aber gut. Na, da ist diese Oase, bei der wir waren. Und hier unten irgendwo müssten räuberische Nomaden sein. Die bringen wir mal eben um. Dann haben wir auch schon die erste Quest für die nächste Stadt da oben, Ben-Erai, gelöst. Und in eben diese begeben wir uns jetzt. Und gucken mal, was hier so auf uns wartet. Bisschen Snapperkraut. Eine Kaktusblüte. Und wieder jede Menge Assassinis.
und Vasco. Nun, bist du auch dem Ruf des Goldes gefolgt? Ich bin Vasco, Verwalter von Benerai. Hast du Arbeit für mich? Vom Westen her kommen immer wieder Crawler. In letzter Zeit trauen sich die Biester ziemlich nah an uns ran. Zu nah. Ein paar Sklaven haben sie schon aufgefressen. Ich will, dass du sie erledigst. Vor allem diese zähen Mistviecher. Die müssen irgendwo ein Nest haben. Was macht ein Verwalter so? Och, ich zähle das Gold, organisiere die Wachen, kümmere mich um die Sklaven, halt um alles, was anliegt. Wo soll ich die Viecher suchen? Such sie westlich von hier. Such sie bei den Bergen. Und denk daran, ich will, dass du die zähen Mistviecher erledigst. Ja, das werden wir wohl hinkriegen. Diese Pflanze nehmen wir noch mit und dann gehen wir einfach wieder los. Weil das ist ja in diese Richtung, aus der wir schon gekommen sind. Hier oben kann man auch zu den Minen. Aber man sollte es nicht tun, denn... Verschwinde! Genau das. Bin schon weg. Lasst mich in Ruhe. Ich wollte es doch nur zeigen, dass man da nicht hin darf. So, jetzt können wir eigentlich mal die Zeitblase benutzen. Wie ihr seht, ist das super lustig. Da ist einer durchgebrochen. Ja, ich find's aber mega witzig, die Zeitblase, weil die Gegner einfach so langsam werden da drin. Man selbst allerdings auch. Also man sollte da nicht unbedingt rein, wenn man gerade am Kämpfen ist. Junge, sind das viele. Aber es geht auch ohne die Zeitblase. Auch gegen so viele. Dank der Flammenwelle. Kriegen wir das eigentlich schon ganz gut hin. Aber ein bisschen mehr Power wäre schon gut.
Aber wir haben es geschafft und uns diese alte Truhe verdient. Nochmal von vorne. Und in der befindet sich eins von den beiden, nehme ich mal an. Also, es ist natürlich beides da drin, aber ich nehme an, dass eins von den beiden das spezielle Item aus Kiste Nummer so und so ist. Weil das ist ja abhängig davon, wie viele Kisten man, also wie viele alte Truhen oder auch bei den schweren Truhen gilt das gleiche, man aufgemacht hat, was man als Belohnung da bekommt. Die restlichen Inhalte sind nicht geskriptet. Die sind dann zufällig, aber halt aus einem bestimmten Pool an Items, die man da so bekommen kann. Eine große Truhe interessiert mich nicht. Sonst ist hier nichts. Dann können wir auch einfach wieder gehen. Und uns als erstes mal mit ihm unterhalten. Kampa. Hast du Arbeit für mich? Arbeit? Die verdammten Nomaden treiben sich hier überall rum. Ich zahle dir ein Kopfgeld für jeden Nomadenführer, den du erwischst. Wenn du das unter Arbeit verstehst, dann habe ich Arbeit für dich. Wer steht auf deiner Liste? Shakyor der Löwe. Er hat Lago überfallen. Hurit, er überfällt mit seinen Leuten die Oasen im Süden. Und Jespas, er lauert an den Wegen und überfällt Reisende. Jespas wird niemanden mehr überfallen. Gut, dass du dich um ihn gekümmert hast. Jetzt ist der Weg nach Braga wieder sicher. Hier ist dein Gold. Danke. Zeig mir dein Wasser. Und den Erzrohling bitte. Ach, du hast ja überhaupt kein Gold. Dann das. Und dann hier hinten noch irgendwas. Nee. Eine Sekunde. So. Kann weitergehen. Hatte nur einen extrem trockenen Mund auf einmal. Beziehungsweise Hals. Und es hat gekratzt und ich musste husten und dann noch was trinken und naja. Kampa. Woher hast du den Erzrohling? Da war so ein Kerl. Noch nicht lange her. Der brauchte Wasser und hatte kein Gold. Weißt du, wer der Kerl war? Mein Gedächtnis ist schwach. Hier, vielleicht hilft das deinem Gedächtnis wieder auf die Sprünge. Ja, jetzt erinnere ich mich. Das war Sugut aus Bensala. Ich glaube, er arbeitet für den Alchemisten. Nachdem er das Wasser hatte, ist er gleich nach Süden. So, Sugut also. Und der arbeitet für den Alchemisten. Dann finden wir ja gleich mal raus, wer der Alchemist ist. Und warum hier irgendjemand mit Erzrohlingen handeln kann. Hier ist uns eigentlich nichts allzu Spannendes. Das sieht mir nach einem Alchemisten aus. Und hier ist ein Buchständer. Hier steht was über Alchemie. 66 Alchemie. Bin ja nur noch 29. Hey, ich bin Eusebio. Der Alchemist nehme ich an. Und Schnapsbrenner. Wenn du was brauchst, bei mir kriegst du alles. Erzähl mir was über die Stadt. Mann, wir sitzen hier auf einer Goldader und ich kriege nicht einen Brocken ab. Am liebsten würde ich hier nachts mal eine Runde drehen und alle Truhen plündern. Mach das doch. Bist du verrückt? Ich bin froh, wenn ich meine Wampe morgens aus dem Bett kriege. Kenn ich irgendwoher. Ich stehe auch nicht so gerne auf morgens. Kannst du mir was beibringen? Na klar, Tränke brauen ist mein Geschäft. Außerdem habe ich das Rezept für einen scharfen Schnaps.
Aber bevor ich das hergebe, musst du mir erst 10 Kaktusblüten bringen. Hier sind deine Kaktusblüten. Sehr schön. Ich dachte schon, ich muss selber laufen. Hier ist das Rezept für dich. Danke. Bring mir was über Alchemie bei. Zeig mir deine Ware. What? Er hat 55 Mana-Tränke. Ist ja komplett krank. 6000. Was kosten denn 55 Mana? 13.000. Okay, danke. Nein. Wie viele Mana-Tränke haben wir denn? Immer noch 290, also alles gut. Ja, dann können wir ja mal mit Sancho reden. Ich bin Sancho. Ich kann keine weitere Wache gebrauchen und wie ein Sklave siehst du nicht aus. Also, was willst du? Hast du Arbeit für mich? Ich bezahle schon genug Leute dafür, dass sie sich die Beine in den Bauch stehen. Aber wenn du richtige Arbeit willst, dann habe ich was für dich. Was hast du für mich zu tun? Ich habe schon länger nichts mehr von unserem Stollen aus Lago gehört. Fabios Goldlieferungen bleiben aus. Irgendwas stimmt nicht. Geh mal nach Lago und sieh dich dort mal um. Hast du noch was anderes für mich zu tun? Ja, durchaus. Ich mache mir Sorgen um meine Männer. Die Nähe zum Gold macht irgendwann jeden schwach. Also sprich mit ihnen und spitze dabei die Ohren. Wenn sich jemand verdächtig macht, dann erzähl es mir. Eusebio macht sich verdächtig. Eusebio ist ein Penner. Er zerkleinert Gräser und braut Schnaps. Vielleicht hat er ja zu viel von seinem eigenen Zeug geschluckt. Egal, lass ihn in Ruhe. Wir brauchen ihn. Wo ist Lago? Lago liegt nordöstlich von hier. Es sind nur ein paar Hütten an der Küste. Selbst die Bezeichnung kleines Dorf ist unpassend. Aber wenigstens haben sie dort einen Stollen, von dem ich kein Gold mehr bekomme. Verdammt nochmal! Jetzt wird geraucht. Okay, viel Spaß dabei. Wir schauen uns hier mal um, aber hier ist nichts. Können die Quest hier noch abgeben? Hallo. Die Crawler sind Geschichte. Hast du das ganze Nest ausgeräuchert? Naja, ich habe alles platt gemacht, was da so rumlief. Na gut, hier ist dein Lohn. Danke. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ja, hab ich auch. Willkommen in Ben Erai. Du bist bestimmt nicht gekommen, um dir den Buckel krumm zu schuften, richtig? Naja. Mann, diese Stadt ist eine Schatztruhe, aber ebenso gut bewacht. Wenn du ein bisschen über Gold quatschen willst, dann bring welches mit. Was ist dein Job hier? Ich habe genauso angefangen wie du, allerdings schon vor recht langer Zeit. Eine Zeit lang bin ich durch die Arenen gezogen, aber das war nichts für mich. Jetzt passe ich hier auf. Das ist zwar nicht besonders ertragreich, aber ich krieg eine Menge mit. Reden wir ein bisschen. Gut. Pass auf, es gibt 3 Wege, an das Gold zu kommen. Entweder du schwingst die Hacke, du legst dich mit dem ganzen Ort an, oder du machst es leise. Was ist, wenn ich die Hacke schwingen will? Dann bist du bescheuerter, als ich dachte. Zuerst musst du dir nämlich den Zutritt zu den Stollen verdienen. Aber hey, wenn du das willst, ich habe noch eine Spitzhacke, die kann ich dir verkaufen. Was genau meinst du mit leise? Du musst ein geschickter Mann sein. Am besten wartest du, bis alle schlafen. Ich kann dir zeigen, wie du an die Truhen rankommst, aber das kostet dich was. Was ist, wenn ich mich mit dem ganzen Ort anlegen will? Du bist ein kräftiger Kerl und ich habe auch einiges drauf. Außerdem kenne ich ein paar der Sklaven. Die kämpfen garantiert mit uns zusammen. Aber du solltest vorbereitet sein. Also sieh dich mal eine Weile um und verschaffe dir einen Überblick. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Zeig mir deine Ware. Ja, du hast vor allem Gold, aber ich habe, glaube ich, nichts mehr zum Verkaufen. Also lassen wir das.
Kaktusblüte. Und hier müsste auch genau der Teleporter sein. Hey, du! Wo willst du hin? Na, ich seh mich mal um. Ja, das kenne ich. Aber mir machst du nichts vor. Du bist hier, weil du scharf auf schnelles Gold bist. In Benerai haben sie ja eine Mine. Da ist bestimmt was zu holen, ne? Aber du wirst die Stollen nicht betreten, klar? Jedenfalls nicht, solange du dich vorher nicht nützlich gemacht hast. Ich sage dir was. Du gefällst mir nicht. Und deshalb werde ich dich im Auge behalten. Geh zu Sancho und lass dir Arbeit geben, sonst... Sonst was? Sonst muss ich annehmen, dass du nur hier bist, um das Gold zu stehlen. Und dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken, also beeil dich lieber. So, du hast dich also nützlich gemacht. Dann mach weiter so. Wenn du Training brauchst, lerne von mir. Und erledige noch weitere Jobs. Vergiss nicht, ich behalte dich im Auge. Was machst du hier? Ich schütze das Gold und pass auf, dass nicht jeder Fremde anfängt zu buddeln. Wichtig für dich ist nur, ich beschütze das Gold. Klar? Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay. Ja, ansonsten gibt es tatsächlich hier schon nichts mehr zu tun in Benerai. Und deswegen hauen wir direkt auch wieder ab. Ganz hier noch ein bisschen umschauen. Da ist ein Tempel. Und da ist auch irgendwas. Aber da gehen wir jetzt erstmal nicht hin. Wir gehen erstmal hier. Jetzt mal hier weiter. Da hinten sind schon wieder irgendwelche Grafikbugs. Bisschen Mana schlürfen, schadet auch nicht zwischendurch mal. Da ist wieder der Wasserfall, den wir runtergesprungen sind. Schon vor langer Zeit. Hier sind eigentlich irgendwo Schakale. Ich höre sie doch auch. Da kommen sie. Ich höre doch immer noch welche. Ah, da. Okay, das macht keinen Sinn. Es bringt einfach nichts. Nahkampf können wir sein lassen. Aber wir können uns trotzdem weiter umschauen. Weil es gibt hier bestimmt noch einiges zu entdecken. Zum Beispiel hier. Diesen Wüstenbaum. Und ein Kronstöckel. Ha. Hat sich ja doch gelohnt. Da ist eine Höhle. Und da steht ein Dude und ein Löwe. Aber die ignorieren wir jetzt erstmal. Und schauen uns erstmal in der Höhle hier um. Und töten diese Schlange.
Ein gezähmter Löwe und Shakior. Siehe, der Nordwind bringt uns einen Kämpfer. Ich bin Shakior, der Löwe. Komm und trinke einen Schluck Wasser mit mir. Warum nennst du dich Löwe? Weil ich seine Macht teile. Sie wurde mir vor langer Zeit anvertraut. Die Macht des Löwen? Sein Stein. Ich trage den Stein des Löwen. Es ist einer der alten Druidensteine. Dann bist du ein Druide? Erzähl mir mehr. Ein Druide? Ich bin ein Jäger der Wüste. Den Stein bekam ich einst von einem, der weiser war als ich. Und seit ich ihn trage, ist die Kraft des Löwen mit mir. Aber er ist mir geliehen. Ich werde ihn weitergeben, wenn es an der Zeit ist. Verstehe. Was machst du hier? Wir haben Lago überfallen und alle Sklaven aus dem Stollen befreit. Wir? Du und dein Löwe? Und meine Brüder. Sie führen die befreiten Sklaven tief in die Wüste. Ich bin zurückgeblieben, denn mein Kampf ist noch nicht vorbei. Und wann ist dein Kampf vorbei? Wenn das ganze Land von der Knechtschaft befreit ist. Was willst du? Lass mich... Hast du sicher noch was zu erledigen? Und das war's einfach. Deswegen machen wir die jetzt auf die sinnloseste Art und Weise fertig, die es nur gibt. Oder auf die feigeste oder wie auch immer. Auf irgendeine Art halt. Töten sie jetzt einfach. Weg mit denen. Nochmal von vorne. Abgebrochen. So, dann gucken wir uns hier in dem Stollen um. Plündern den natürlich auch einmal komplett. Nichts, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr zu holen. Auch wenn da nicht so viel zu holen ist. Immerhin ein bisschen. Hier haben wir Sibur Narrat. Wie läuft das Geschäft? Sanfte Grüße, mein Freund. Wie kann Sibur Narrat dir helfen? Dem Wissenden, dem Finder unter den Suchenden. Alles klar? Alles bestens. Die Sonne ist warm und der Sand ist trocken. Das Leben könnte nicht schöner sein. Willst du was kaufen? Der gute Sibur hat so allerlei anzubieten. Hast du was geraucht? Sag doch nicht sowas. Sieh es als bewusstseinserweiternde Meditation. Du glaubst gar nicht, wie alles auf einmal so einfach ist. Die Bedeutung des Kleinen im Großen, das Große im Kleinen. Hast du? Ja. Willst du was? Es ist wirklich gutes Zeug, oh sinnverfremdender Freund. Was ist so los in Lago? Seit Rasul hier ist, wächst das Kraut überall. Ansonsten sprich mit Fabio, aber sei vorsichtig mit ihm. Er ist wirklich unentspannt. Ich habe vor deinem Haus eine Bootswerft gesehen. Baust du auch Boote? Nein, nein, das ist mir viel zu anstrengend geworden. Ich zieh mir lieber noch etwas Kraut rein und baue im Kopf. Letztens war ich so dicht. Ich habe ein wirklich geniales Boot geträumt. Das musste ich direkt aufzeichnen. Kann ich die Zeichnung haben? Hey Mann, das ist meine Erfindung. Die gebe ich nicht so einfach her. Kann ich dich irgendwie überreden? Also ich hätte da eine Idee.
Bring mir 5 Felle von weißen Wölfen. Ich glaube, die gibt's in Nordmar. Du willst mich verarschen. Felle? In der Wüste? Und dann noch aus Nordmar? Klar, Mann. Du hast ja keine Ahnung. Schon mal nackt auf einem Fell gelegen und einen geraucht? Musst du echt mal machen. Das ist wie fliegen. Ich probiere gerade viele Fälle durch. Das von weißen Wölfen fehlt mir noch. Sind wir im Geschäft? Und deswegen waren wir in Nordmar. Ich bring dir die Fälle. Aber wehe, ich bekomme die Zeichnung nicht. Hey, entspann dich. Hier, rauch erst mal einen. Der alte Sibur hält, was er verspricht. Vertrau mir, o Sohn des Misthrons. Ich hab deine Fälle. Danke, o glorreicher Held des langen Weges. Bezwinger der reißenden Bestien des Nordens. Die Karte. Versuch nicht, dich einzuschleimen. Klappt's denn? Nein. Man kann's ja mal versuchen. Hier, die Zeichnung. Ich habe keine Ahnung, was ich da gezeichnet habe. Wie schon erwähnt, ich war so dicht. Und da haben wir die Schiffszeichnung. Und die brauchen wir ja für Adlot. Die ist ja, glaube ich, in Silden. Die bringen wir ihm auch in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr auch morgen in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin. Ciao.